Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days im Insane-Modus. Wir sind immer noch im Westen unterwegs und wir sind gerade immer noch auf der Quest nach Leder und nach Autos tatsächlich, weil wir nämlich einfach mal, naja, ich sag mal so, eigentlich die Autos looten möchten nach, hier ist sogar eine, das habe ich gar nicht gesehen, dass das eine Level 2er Nadelpistole ist hier. Nice. Wir möchten einfach hier mal ein bisschen die Autos durchlooten. Und gucken, ob wir hier was Interessantes drin finden. Und nebenbei sind wir noch auf der Quest nach Leder. Das heißt, wir holen uns hier die ganze Zeit gerade auch die Bären noch ab. Die geben nämlich richtig ordentlich Fleisch. Die geben Bär dieses Testosteron-Zeug da. Und wir haben gleichzeitig auch noch mal eine Einquelle von... Einkommensquelle von mehr als genug Nahrung, die wir eigentlich jemals benutzen können. Das repariert 30%, okay. Also ein Werkzeugkasten repariert 30% von dem Fahrzeug, also zumindest von dem Truck. Ehrlich, eine Level 5 Steinschaufel? Geht's noch? Oh mein Gott, Alter. Wie schlecht ist das denn? Oh, dieser Truck, der ist auch... Der dauert auch Ewigkeiten, bis der mal voll ist, ne? Da passt ja so massig viel Treibstoff rein. Das ist ja der Wahnsinn. Mit dem müssen wir auf jeden Fall nochmal in die Wüste, weil ich möchte natürlich auch, nochmal Ölschiefer holen. Und zwar diesmal so richtig was. Vor allem, wenn wir dann die, Handschuhe auch haben. Wir haben jetzt schon 3 Skill Points nochmal. Also wir können hier in Stärke. Warte mal, Stärke brauchen wir hier. Hier nochmal 2, nochmal 2. Das sind 4. Also wir brauchen nochmal 6 Skill Points, um dann das hier komplett zu maxen. Auch wenn ich nicht weiß, ob das tatsächlich nötig wird. Vielleicht doch. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir es hinkriegen. Ich gebe natürlich mein Bestes, dass wir es vielleicht schaffen, einen One-Shot-Build für Metalle zu machen. Das fände ich ganz geil. Was ist denn hier mit der Straße passiert? Oh, hier sind wir auf dem Weg zum verbrannten Wald. Wir müssen... auf jeden Fall nochmal einen Stopp machen bei den Kisten. Also beim anderen Joel. Das war bei... ne, warte mal. Ne, das war doch der Joel hier. Bei dem wir gerade sind. Doch, das hier muss unser Kisten-Joel sein. Oder habe ich bei Kisten-Joel noch keine Kisten aufgestellt? Ich habe bei dem noch keine Kisten aufgestellt, ne? Kann das sein? Also entweder bin ich jetzt bescheuert oder ich habe wirklich keine Kisten bei dem aufgestellt. Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht so genau. Ups. Aber wir können tatsächlich mal hier bei dem Joel mal gucken, was der gerade hat. Dann können wir mal zu Jen fahren und gucken, ob wir da noch in den Kisten was übrig haben. Ich weiß, dass wir auch im Schneebiom nochmal was haben. Ich mag Joel nicht, weil das hier immer so leckt bei dem. Aus irgendeinem Grund leckt das hier bei mir bei dem. Aber nur bei ihm hier, bei allen anderen nicht. Keine Ahnung, woran das liegt. So. Bin ich das? Intelligenzmod, den braucht man nicht. Wobei, vielleicht, weiß ich nicht. Schurken-Outfit, das ist alles nicht interessant. Automatische Waffenband 3. Das sollte ich mir vielleicht mal kaufen. Warum habe ich meinen Hut hier nicht dabei? Ich Genie. Ich komme gleich nochmal wieder. Joel, Moment. Pack mal nochmal bitte alles hier rein, was du reinpacken kannst.
Die haben eh keinen Verkaufspreis, dann können die zerlegt werden. Du bleibst bitte da. So, wir haben das zum Verkaufen. Das könnte ich auch mal reparieren. Das repariere ich mal hier, weil das ist eigentlich ziemlich viel wert. Das hier kann alles mit zu verkaufen. Nicht alle Batterien. Ich würde mal sagen, vielleicht mal zwei von den Zweiern hier, die können mit zum Verkaufen. Nightstalker zu verkaufen. Dann setzen wir uns gleich unseren Hut auf und dann verkaufen und gucken mal, was der nochmal so genau hat. Das machen wir bei Jen drüben dann gleich auch nochmal. Dann gehen wir so die Händler nochmal so ein bisschen ab. Was geben die für Testosteron eigentlich? Geht so. Der hier, der kann weg, weil der nicht viel ausmacht. Der kann weg. Den Rest, den sollten wir tatsächlich behalten. Denke ich. So, dann gib mir mal meinen schönen Predigerhut. Dann gehen wir mal verkaufen und kaufen. Und wenn wir zu Hause sind, können wir uns dann auch so einen T6er gleich machen. Hallo? So. Got armor and just about I'll make sure you walk away with a deal sweeter than honey. Mhm, danke schön. So, bloß nicht den verkaufen hier. Das wäre jetzt ein bisschen doof. Der hier macht plus 2. Was macht denn der T6er? Plus 12, ne? Oder der gibt einen T6-Bonus. Und geht dann irgendwie direkt auf plus 20 oder so. Das wäre natürlich auch geil. Explosiv. Die müssten wir auch anfangen zu sammeln. Die Tool Digests, die nehme ich mit. Was haben wir hier? High Noon. 10% mehr Schaden mit 9mm Waffen. Die können wir uns ja eigentlich alle mal reindrehen. Bauplan, Robotik, Drohne, Panzerplatten-Mod. Wieso finden wir die eigentlich nicht? Weil ich möchte mir jetzt auch bald eine Robotik-Drohne bauen. Das können wir sogar jetzt machen. Die kann uns dann auf unseren Abenteuern begleiten. Der hat grüne Farbe. Gib her. Armbrust-Sprengbolzen. Wie viel kostet denn das ganze Set hier? 8000. Nee, danke. Da bin ich leider raus. Reflexzielen-Mod. So, hier wird's schon interessanter. Den nehmen wir mit. Drei Schlagschrauber. Schockstab Level 5 brauchen wir nicht. Wir haben unseren 6er. Hier geht es jetzt schon los mit automatische Geschütztürme. Die brauchen wir später auch nochmal für die Hordennächte, die dann nochmal auf uns zukommen. Da setzen wir auf jeden Fall nochmal richtig nach. So, ansonsten bin ich hier fertig, Freund. That, my friend, was a fantastic deal. Jo. So. Ich überlege gerade. Ich mache den Truck auf grün, ne? Machen den jetzt gleich auf grün. Ich mach mal die Spitzhacke schwarz. Das war auch nicht das letzte Buch. Ich dachte, das wäre das letzte Buch. Das ist gut für Pistolen. 94 von 100. Und die Mods für, hier kann ich sogar das draufpacken, ne? Statt das mit der Streuung. Das hier würde ich später, aber ich kann die Streuung auch noch drauf tun hier. Dann mach mal hier das Ding mal auf und mach mal die grüne Farbe rein. Setz den auf. Pack den wieder hier rein.
Und dann sind wir soweit erstmal set. So, wie viel Leder haben wir jetzt? Wir haben, glaube ich, genug, ne? 129, das reicht erstmal voll dicke aus. Für die nächsten Vorhaben, die wir tätigen. Jetzt können wir der Straße folgen und dann kommen wir direkt zu Trader Jen. Entschuldigung. Und bei Trader Jen haben wir ja noch in den Kisten ein bisschen Stuff bestimmt übrig. Ich weiß, dass wir im Schneebioma noch Stuff übrig haben. Da müssen wir auch nochmal hinfahren irgendwann. Und ich könnte ja mal gucken, ob Jen nochmal ein Crackerbook hat, ne? Aber, die Sache ist die, ich würde tatsächlich mit neuen Crackerbooks ein bisschen warten, weil ich nämlich die, oder weil ich nämlich bestimmte Zeitschriftenlevel bald auch erstmal, nochmal neuartig manipulieren möchte. Das bedeutet, dass wir erst nochmal Crackerbooks richtig in Angriff nehmen, wenn wir dann tatsächlich auch genug von jetzt sag mal schnell hier genug von den anderen Skills haben, sodass die Zeitschriften spawnen sich ein bisschen ich sag mal, versetzen. Ich glaube, diese letzten Tool Digests, die farm ich irgendwie zwischendurch vielleicht mal. Und die Robotik-Mod haben wir aber. Was soll ich mit einer Nadelpistole 5, ne? Eigentlich nix. Feuerpfeile. Sind auch nicht so das Wahre. Nochmal Reflex zielen. Vergrößerter Gewehrlauf. Das können wir aber auch bauen. Kann ich Reflexziele eigentlich bauen? Das könnte ich auch mal in Erfahrung bringen, ne? Solarpanel habt ihr jetzt auch. Ja, die werden bald auch praktisch. Aber da müssen wir uns nochmal richtig dran setzen und nochmal richtig Kohle schaufeln. Da mal eine richtige Steinrunde nochmal machen. If you find any extra medicine out there, I'll buy it off of you for a discount. Mhm. Hast leider aber nicht das, was ich gerade brauche, Jen. Ich bin eigentlich mehr oder weniger erstmal nur hier. Oh, warte mal. Doch, lass mich dich nochmal kurz nach Crackerbook Jobs checken. Wenn ich gerade eh hier bin. Weil, weißt du, jetzt Rolls bestimmt und jetzt gucken wir nicht nach. Dazu muss ich hier mal gucken, ob es eine Befallene vielleicht gibt. Nee. Nö. Sorry, Jen. Ehrlich? Das müssen wir mal probieren. Aber was bringt einem das dann? Wenn man Landmines mit einer Wrench abbaut. Das merke ich mir mal. Das merke ich mir tatsächlich mal. Vielleicht wird uns das irgendwann auch mal nochmal nützlich sein. So, was haben wir hier? Hier haben wir gar nicht so viel, ne? Oh. Hier haben wir wesentlich mehr. Ja, das sollten wir auf jeden Fall nach Hause bringen. Wie viel kommt dann davon noch rein? Dann bringen wir auf jeden Fall alles nach Hause. So. Oh, jetzt habe ich da fast drauf gelegt. Boah, war das knapp. Das war knapp. So, cool. Das kommt mir ja ganz gelegen. Dann kannst du das Katzenfutter gleich mal essen. Und wir sollten... Wie weit ist es von hier zum Schnee eigentlich? Ziemlich weit. Sehr weit. Sehr, sehr weit sogar. Gibt es denn irgendwie einen tolleren Weg dahin vielleicht? Hier über diese geraden Straßen vielleicht darauf oder so? Könnte sein, hier rüber vielleicht, ne? Irgendwie. Mini-Motorrad. Ach so, wäre das vielleicht dann... Das Mini-Motorrad, das werde ich auch beerdigen, glaube ich, weil das werden wir nicht mehr benutzen.
Sollte ich mal eine längere Fahrt ins Schneebio machen und dann nochmal alles abholen gehen? Wenn wir ins Schneebiom fahren, fahren wir auch ins Wüstenbiom. Nee, das machen wir ein andermal. Weil ich möchte da nämlich, ich möchte das mit, nämlich mit einer, ich möchte diese Schritte verbinden. Jetzt lass mich mal gerade gucken, wie wir hier, ich sag mal, einen leichten Weg nach Hause haben. Problem ist, dass das hier alles so in so einem Bergscheiß ist, ne? Da müssten wir jetzt so einen Weg fahren. Ja, das ist eigentlich scheiße. Na gut, wir können hier durch das Burn Forest können wir eigentlich gut fahren. Das ist kein Problem. Aber trotzdem, das Ding ist jetzt auch kein Bergfahrer. Also wenn wir uns da irgendwie über die Berge hochquälen, macht das Ding das auch nicht unbedingt einfacher. Deswegen machen wir es jetzt einfach mal so. Ich werde da hinten auch bei Rack nochmal gucken. Der noch was Interessantes hat. Manchmal ist das ja auch sehr überraschend. Manchmal haben die ja wirklich gute Sachen, die Händler. Ist so. Ich überlege auch, ob ich die Händleraufstufungen, also diese verbessertes Handeln Aufstufungen, auch als nächstes angehe. Mit dem T6-Hut, sodass wir dann nämlich eine richtige, ich sag mal, ein richtiges Discount, eine richtige Discount-Welle haben. Boah, das ging jetzt aber schnell mit dem Ding hier, ey. Das Ding ist schon geil, muss ich ja sagen. Da bist du so schnell mit. So. Zeig mal, was hast du? Welche Bücher hast du so am Start? Der hat die. Soll ich die ganzen Tool Digests einfach kaufen? Machen wir vielleicht auf der nächsten Runde. Weil ich habe jetzt hier gerade eh auch meine Sachen nicht dabei. Wollen wir wissen, was der hat, weil er hat jetzt. Die Rotation, die dauert ja eh noch ein bisschen. Jetzt hat der AK-Maschinengewehre. Wow. Stahlspeer. Just get the fuck out of here. Ja, hab ich auch vor. Das ist nur Scheiße. Hol dir mal richtige Waren, dann kriegst du auch mal Kunden, du Arsch. So. Okay. Und dann machen wir jetzt erstmal wieder uns nach Hause. Da würden wir, glaube ich, dann auch schon das nächste große Zement starten können. Ey, wie schnell das Ding einfach ist, Alter. Mit dem Minibike wären wir jetzt gerade mal erst auf der Hälfte vom Berg, wahrscheinlich. Lohnt sich halt richtig, das Ding, ne? Ist aber halt sauteuer, also Sprit. Sprit frisst das Ding hier zum Abendbrot, Frühstück und Mittag und alles zusammen. Wobei, geht eigentlich. Das dauert schon ziemlich lange, bis dann ein Prozent runtergeht. Ne, das ist schon hier. Das ist der Marker, das ist noch der Wasteland-Marker. Das ist noch der Wasteland-Marker. So, eine Sache allerdings, das Auto muss draußen bleiben. Bis wir da irgendwann mal sowas wie eine Art Garagentor oder so einrichten. Oh Gott. Nicht in dieses Loch da fahren. Aber wir können hier nah anfahren. Also so zum Beispiel. Da kommt nochmal ein Airdrop. So, Freund. Du kannst erstmal in ein Inventar irgendwo rein. Ich werde später, wenn wir den Gyro haben, aber auch nochmal ein Motorrad bauen. Weil der Gyro... Mit dem Gyro möchte ich nämlich dann auch in der Lage sein, dass wenn wir in der Stadt dann landen, auch mit dem Motorrad unterwegs zu sein. So, was sagen die Schmieden? Die sind leer. Die haben auch Eisen noch drin. Die haben auch Messing noch drin, ne?
Da wollte ich nämlich noch schon mal ein paar Patronenhülsen für craften. So, dann machen wir doch mal alles zusammen hier. Und zwar erstmal wieder Zement. Zement. Alter, geht das schnell. Und 1044. Also 4000 Beton. Patronenhülse. Robotikgeschützturm, Patronenmuni. Was genau ist das? Warum ist das hier so eine Muni? Und die braucht groben Schrott. Okay, wie machen wir denn groben Schrott? Kann man das auch craften? Grober Schrott in der Schmiede craften mit Blei und Lehm. Alles klar. So kriegen wir wahrscheinlich dann auch Schrotflintenmuni und so. So, hier haben wir nochmal einen neuen Kleber. Die können erstmal hier rein. So, die Messingheizkörper hier, die können wir mal wieder anfangen ein bisschen zu zerlegen. Da gebe ich jetzt hier mal für beide direkt den... Ne, wobei hier einer. Einen Crafting-Tisch brauchen wir gleich für unsere Rüstungen. Dann haben wir es jetzt leicht. Aber wir müssen nochmal die Sachen kurz einladen. Vom Truck natürlich. Können wir erstmal auflassen. Es ist nicht so unwahrscheinlich, dass wir zwischendurch hier kurz nochmal einen Screamer-Besuch kriegen. Da auch mal drauf achten. Die haben jetzt letztes Mal da hinten an den Holzklappen gekloppt. Wir sollten vielleicht auch nochmal Eisenklappen machen für die Floodgates. Also wie gesagt, die müssen wir eh nochmal ein bisschen besser bauen. Oh, da sind gleich schon mal noch mehr von den Messingkörpern bei. Und wahrscheinlich gleich sogar noch mehr. So, Muni. Sonstiges, schwarze Farbe, das. Bärentestosteron, wo habe ich denn das hingepackt? Warum mache ich denn das hier oben drin? Weil es aussieht wie Medikamente. Deswegen. Also, ja, tatsächlich. Habe ich mir nicht ausgedacht. So. Nachtsichtmod. Farming. Essen. Wie viel Fleisch wir haben. Wahnsinn. Sehr schick. So, wie sieht es hier aus? Das ist überfüllt, ne? Ne, das ist fertig. Das ist komplett fertig. Schau, schau. So. Wir können hier bald bei den Farmfeldern auch nochmal ein bisschen was nachziehen. Wir haben ja hier unten auch wieder bei Farming richtig was an Seeds gefunden mit der Zeit. So, das kann hier rein. Das hier kommt in den Truck. Diese Fleischdinger, die möchte ich in den Truck packen. Und die geben 10 Wasser und 10 Nahrung. Das ist nämlich so was wie unsere Versicherung, wenn wir draußen auf dem Feld sind. Dass wir dann das immer zum Vorrat haben, zum Essen und zum Trinken. Wenn wir nämlich bald von unserem, hier von unserem Helm mal abspringen wollen bald. Dann brauchen wir das tatsächlich. Oh, da muss ich jetzt. Also die Fressorgien hier, die werden schon langsam ein bisschen größer, ne? Nicht so ungut. So. Dann gehen wir mal wieder was starten. Ans Lagerfeuer. Holz brauchen wir denn so 66 könnten reichen, oder? Reichen, glaube ich, dicke. Oder auch nicht. Gekochtes Fleisch.
Und Wasser. Boah, es dauert fast den ganzen Tag, ey. Meine Güte. Minuten brauchen wir hier. 75. So. Jetzt aber. Da ist der erste Screamer-Besuch. Guten Tag. Ich werde mich gleich um euch kümmern. Wo kloppt ihr eigentlich? Ich glaube, ich werde über Nacht mal diesen Zaun jetzt hier auch bauen. Hilfe, an welchen Floodgates kloppt ihr? An denen da. Nein! Nicht schreien! Puh. War zu spät, die hat geschrien. Nee. Doch, hat sie. What? Die kommen von hier oben hier reingelaufen. Das ist interessant. Ich hab euch fast nicht zugetraut, dass ihr so weit denkt. Kranke Scheiße. Das habe ich euch nicht zugetraut. Aber das unterbinde ich jetzt sofort. Dann sollen die mir bitte auch da nicht reinlaufen. So, da geht's nicht durch, Leute. Das ist die Horde-Basis. Da ist leider kein Durchgang für euch. Der ist leider nur am Wochenende, am Sonntag geöffnet. So. Erstmal die illegalen Einwanderer hier loswerden. Ich glaube, ich mache heute auch mal ein bisschen Basework, oder? Einfach mal reine Basework. Ich möchte hier auch mal vorwärts kommen. Okay, jetzt der ganze Rest. Schaffe ich den ganzen Rest hier schon? Könnte knapp werden. Fürs Messing reicht es nicht, aber das muss eh hier rein. Das bleibt dann. Die bleiben hier. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Das sind dann so, das ist unser Unterwegsvorrat so gesehen. So. Dann einmal hier weitermachen. Ey, guck mal, wie viel Fleisch wir haben, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Guck dir das mal an. So. Dann hier den ganzen Kram rein. Guck mal, wie viel schön viel Stoff wir auch wieder haben. 139 Leder haben wir. Farming. Mods, vierfache Taschen. Das werden wir auf jeden Fall noch gebrauchen. Wenn wir uns nämlich gleich mal ein bisschen damit beschäftigen, uns einfach mal aufzubauen auch wieder. Ich gebe der Schmiede mal wissen, was zu tun. Weil die brennt gerade nichts. Die baut zwar, aber die soll währenddessen auch ruhig bitte brennen. Wir müssen hier sowieso sehr viel Zeug bauen. Dann kann die ruhig auch mal Metall durchbrennen da. So. Dann haben wir unsere Sprengmuni jetzt hier. Wir haben nochmal 25 Granaten extra. Das ist wunderschön. Das erfreue ich mich doch. Das heißt, dann müssen wir für unsere nächste Horde-Nacht auch keine Sachen mehr bauen. Uiuiui. Die Munitionskiste, die macht langsam hier, ne? So. Ja, Munimaterialien ist eh leer. Weißt du was? Dann machen wir Sprengstoff jetzt hier draus. Und hier machen wir jetzt Munition zweimal draus. Sonstiges kann erstmal nochmal so verbleiben. Da muss dann eben auch noch das hier mal rein. Noch mehr Motor. So, dann hier Heilung rein. Jetzt nehmen wir uns unsere Werkzeugkästen. Wir schnappen uns unser Leder. Wir schnappen uns was noch? Den Stahl und das Eisen. Und jetzt machen wir nämlich Folgendes. Jetzt craften wir ein bisschen.
zuerst einmal die... Na, hier ist noch anmachen. Zuerst einmal die Nomaden... Das Nomaden-Outfit. Oh, ich habe die legendären Teile vergessen. Legendäre Teile. Hier. Angepasste Fittings. Verringert die Mali auf Bewegung und Ausdauer durch die Rüstung erheblich. Das ist die billigere Variante. Schade, dass wir die noch nicht machen können. Ich überlege gerade. Okay, also wir brauchen folgende Rüstungsteile jetzt erstmal. Wir brauchen einmal die Nomadenstiefel. Wir brauchen einmal das Nomadenoutfit. Wir brauchen einmal die Bergarbeiterhandschuhe. Wir brauchen einmal den Predigerhut. Da fehlen Stofffetzen. Einmal den Predigerhut bitte. Für Handeln. 20%. Da muss die Zigarre rein. Und wenn wir dann noch leveln, dann haben wir jetzt richtig geile Deals bei Händlern. So, und zusätzlich, für einen Teil reicht es jetzt erstmal noch, machen wir die, welchen Hut nehmen wir denn mal? Helm. Ich lasse die T5-Nomadenbedeckung erstmal. Wir machen jetzt nämlich mal, ich möchte den ja haben. Den Räuberhelm. T6. So. Sehr schön. Da haben wir uns dann wieder runtergearbeitet auf 39 Leder. So schnell geht das. Und jetzt ersetzen wir oben natürlich das andere auch noch. Die kommen hier wieder zurück. Ihr kommt hier rein. Zurück zum Messing. Apropos Messing. Nee, das ist noch nicht durchgeschmolzen. Ihr kommt mal da rein. So, ich werde jetzt zuerst das, was wir jetzt hier haben, erstmal normal umbauen. Das heißt, das, was jetzt in den Rüstungsteilen so schon drin ist, das bleibt erstmal da drin. Weitere Anpassungen nehmen wir dann anderweitig vor oder währenddessen vor. So. Die waren da drin. Die sind hier drin. Upsala. So, Betäubungswid. Ach so, für 100%. Ich dachte, das macht Crit-Widerstand. Was heißt denn genau Betäubungswiderstand 100%? Das sagt mir jetzt gerade auf Anhieb nichts. Aber ich meine, von mir aus. So, dann haben wir am Ende einen Rüstungswert von 77. Das heißt, wir nehmen jetzt nur noch ein Fünftel ungefähr Schaden. Und wenn wir jetzt nämlich noch hier unseren anderen Skill hochtreiben, hier diesen, hiervon, Schmerztoleranz, da kriegen wir nämlich noch mehr, ich sag mal, aber und hier wird denn der Helm, den wir jetzt tragen, aber auch schon wieder ein bisschen obsolet, ne? Mann. So, einen Punkt können wir hier eigentlich mal in Hard reinpacken, würde ich mal sagen. Wir packen mal einen Punkt in Hard, wir packen mal einen Punkt hier für unsere Essen- und Trinken-Geschichten schon mal rein. Und dann
Wir könnten auch noch einen Punkt in Donnerbüchse packen. Damit habe ich dann aktiv, effektiv meine Skillpoints wieder verschwendet. Ups. Ja. Nee. Eisenstein, Verteidigung, Schlachtfeld, Ausdauer, Malus. Das ist alles universell, alles so wichtig. Alles. Es ist alles wichtig. Die hier. Mit was kann man die denn mal modden? Muss gar nicht so dringend, ne? Wir haben ja auch noch eine Zigarette. So. Und ich überlege gerade, was man noch nutzen könnte. Hier könnte noch was für Beweglichkeit. Wenn sie in eine Kopfbedeckung eingearbeitet ist. Also das ist nur für Kopfbedeckung immer alles, oder was? Was haben wir denn in Beweglichkeit noch so irgendwas Wichtiges drin? Laufen und schießen. Für später wird wichtig. Das können wir mal machen. Wir haben gerade eh nichts Besseres. Für einen Helm auf die Schnelle. Warum nicht? Mit was konfliktiert das? Mit Schatzsucher oder was? Konfliktet mit Schatzsucher, okay. Dann lassen wir das erstmal. Und das hier, das können wir dann auch... Der vielleicht nicht. Ich weiß noch nicht, den lassen wir vielleicht noch. Genau, und die beiden, die kommen jetzt auch noch in den Truck. Die anderen nehme ich dann raus. Und wir müssen echt gucken, dass wir auch mal richtig nochmal XP holen. Weil ich möchte wirklich die ganzen Level-Sachen auch mal fertig haben hier. So, weil dann können nämlich die zusammenarbeiten hier, die beiden. Wir holen uns irgendwann auch nochmal einen T5-Helm natürlich. Aber das ist dann erstmal noch ein Ding für die Zukunft. Das ist eher so ein bisschen Luxus, sag ich mal. Den wir uns bald leisten können. Gerade nicht leisten müssen. Und dazu müssen wir nämlich auch wieder in ein Kleidungsgeschäft und nochmal Zeug holen. So. Okay, so weit, so gut. Was habe ich hier lockt, was nicht lockt sein muss? Das hier. So, okay. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, oh, wir können gleich mal das nächste Messing dazugeben. Ich würde mal sagen, wir machen heute dann einfach mal weiter mit reiner Basework. Ich möchte jetzt nämlich mal anfangen, in der zweiten Mauerstufe die Gitter zu setzen. Wie wir das bewerkstelligen wollen, das zeige ich euch dann gleich noch. Ich hätte gerne T6 Tool Digests. Soll ich mal die Trader eben abfahren, damit wir gucken, ob wir nochmal T6 Tool Digests kriegen? Aber... Wir craften uns den nach. Ich mach den jetzt. Ich brauche den jetzt hier zum Arbeiten. Fahrradlenker. Fahrradlenker, Leder, Klebeband, mechanische Teile, Leder, mechanische Teile. Kurze Eisenrohr. Fahrradlenker. Wir machen uns jetzt den T5er einfach. Chase drauf. So. Bohrer. Motorwerkzeugteile natürlich. Motor und geschmiedeter Stahl. Das ist ja... Also jetzt... Pipifax. Es gab Zeiten, da war es dann noch nicht so. Okay, da geht das Eisen auch gerade schon ein bisschen leerer. Ich kann hier direkt das nächste Eisen mal in die... Schmiede nachfüllen.
Stackt der direkt? Er stackt gar nicht. Ja. Stack mal bitte direkt nach. So. Wir könnten auch tatsächlich nochmal... Ich habe wieder Caps aktiv. 50 Eisen. Wir können auch nochmal wieder ein bisschen 50 normales Eisen vertragen hier. Ein bisschen. Muss jetzt auch nicht super viel sein. Erstmal. Und den Rest können wir dann auch erstmal wieder verstählern. So, ein Stein ist erstmal größtenteils schon mal komplett leer. Okay. So, wie geht's weiter? Erdbohrer will ich bauen. Stahl. Motor, Fahrradlenker kriegen wir drüben. Fahrradlenker, Motor. Auf geht's. Buch. Erdbuch. So. Let's go. Das Stahl kann da wieder hin. So, und jetzt, müssten wir ein bisschen Holz holen und nochmal Baublöcke machen. Baublock. Mach mal 300 nochmal. Und jetzt müssen wir hier mal, gucken. Also ich werde jetzt nicht überall die Gitter hin machen. Ich werde hier so ein paar Stellen lassen, zum Beispiel hier. Hier können wir auf jeden Fall einen größeren Eingang machen. Gib mir nochmal die Klappspaten her. Ich frage mich gerade, achso, eine Stelle kriegen wir dann nicht geupgradet. Ich werde hier wahrscheinlich zwei Schichten machen. Ne, und dann halt die Floodgates. Dazu müssen wir, kriegen wir die denn jetzt vielleicht mit einem Hit weg? Immer noch nicht. Immer nur noch mit dem kräftigen erst. So. Es bleibt erstmal verhölzt. Verhölzert. Die sollen bitte nach da zeigen. Die soll mal raus. Die auch. Und dann lassen wir die in die, lassen wir diese hier in diese Richtung zeigen. Nach draußen. So nämlich. Genau. So, und jetzt passiert Folgendes. Jetzt werde ich diese lustigen Gitter, das hier Gerüstleiter, nee, es geht um dann halt Stäbe, genau diese Stäbe hier, und es geht insbesondere um diese hier, die sollen nämlich hier einmal komplett ersetzt werden. So, wir sind schon ein bisschen weiter gekommen, noch nicht ganz fertig natürlich. Aber eine Sache, die mir gerade noch durch den Kopf geht, die ich unbedingt mal probieren möchte, ist folgende. Wenn wir hier jetzt einen normalen Block haben. So. Aber oh ne, das wird nicht gehen, ne? Weil... Ne, das zieht dann an der Mauer... Doch, das geht schon. Doch, das geht. Und zwar... Genau, man setzt hier nämlich die Dinger vor. Und theoretisch kann ja hier uns niemand sehen. So, aber wenn wir jetzt...
Jetzt ist gerade der Baumblock natürlich im Weg. Ah, okay. Das geht nicht. Wir können nicht mit der Klappe interagieren. Das ist schade. Gäbe es denn einen Block, mit dem das möglich wäre? Das wäre eine coole Sache, mal rauszufinden. Was gibt es hier sonst noch für Stäbereien, wo Zombies ja potenziell nicht durchkommen? Wir haben ja diese Gerüstleiter auch gesehen, ne? Mit der geht das. Dann werden das jetzt Gerüstleitern. Also wir machen hier einmal komplett Gerüstleitern draus. Und von außen machen wir dann überall diese Türen hin. Auf der anderen Seite. Da können wir später auch alles Eisen und höhere Türen noch draus machen. Und dann können wir nämlich gucken, da wo dann was angreift. Ich muss allerdings gucken, ob ich die Klappspaten anders aufgestellt kriege, dass die vielleicht an dem Ding dran sind. Ne, und dass die dann nach oben aufgehen. Das wäre vielleicht sogar noch cooler, ne? Ups. Ich glaube, das wäre sogar noch cooler. So, und die Tatsache, dass hier auch noch nichts einstürzt, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das heißt, das funktioniert. So. Jetzt würde ich das nochmal gerne mit dem Klappspaten testen. Können wir die so drehen? Ne? Also ich weiß, also hier kommt natürlich dann noch, hier kommt dann nochmal eine zweite Schichtmauer hin, ne? Aber nur, um es mal getestet zu haben, ist es möglich? Es ist auch möglich, die so zu platzieren. Und dann kriegen wir trotzdem die Doppelmauer. Das ist noch besser. Das ist sogar noch besser. Sehr nice. Okay, dann brauchen wir, eine ganze Menge Holzklappen, würde ich mal sagen. Eine ganze Menge. So, sehr gut, dann hatten wir das getestet. Geile, geile Scheiße auf jeden Fall. Dann kann die erstmal wieder raus. Weil die wird dann hier nämlich unnötig nochmal blockieren. Tatsächlich. Und wir müssen... Ach, wir müssen so viel Zeug jetzt machen. Wir müssen Holz jetzt hier sammeln. Also wir machen wirklich jetzt mal richtig Base-Arbeit, Leute. Wir machen jetzt mal so richtig Base-Arbeit. Das muss jetzt einfach mal sein. Kein Rausreden mehr. Jetzt machen wir Base-Arbeit. Wie viel brauchen wir eigentlich für eine Kettensäge? Können wir auch schon machen. Will ich das wirklich? Ich glaube doch. Ja, das ist halt... Wir machen es jetzt einfach. Ich weiß, wir können auf T... Ich hätte auf T6 warten sollen. Dann haben wir nur voll T6 haben, aber... Ah, scheiße. Wir sind nicht mehr weit von T6. Ich meine, ja, komm. Nein, wir warten auf T6. Das hier ist jetzt die Ausnahme, weil hier hängen wir nämlich gerade lange auf dem Ding fest, was wir eigentlich schon hätten auch wesentlich länger upgraden sollen. Ja, gut, das gleiche mit der Axt jetzt auch. Da
Das passt dann jetzt da nicht mehr drauf. Das ist auch nicht so schlimm. Ja, doch, komm. Also fürs andere warten wir dann. Fürs andere warten wir auf T5, auf T6. Es ist ja nicht mehr weit. Ging mir jetzt Hauptsache wirklich um das Ding hier. Vor allem, weil wir damit nämlich das, das Dirt halt haben können und so weiter. Das ist die Hauptsache. So. Das Ding macht nämlich auch Dirt weg. Und da können wir wesentlich schneller uns dieses Fundament überall dann hier einrichten. Da müssen wir dann aber immer auch was vom Gas im Inventar haben. Ich glaube, ich packe das Ding erstmal ja, das hier da drin zu haben, ist natürlich absolut sinnlos. Ich glaube, wir sollten beide Variationen davon haben. Ich glaube, wir sollten davon beide mögliche Variationen haben. Ich behalte die Schaufel erstmal. Nehmen wir den damit dazu, den Griff noch hier so. Das andere lassen wir erstmal da drin. Wenn wir dann anfangen, hier mit dem Dirt zu hantieren, also mit dem Gras und dem Dirt und so weiter, wenn wir hier dann nochmal richtig Feuer machen, dann machen wir hier weiter. So, jetzt aber erstmal die Dinger hier weiter und wir müssen Holz holen. Hätte ich vielleicht lieber erstmal die Kettensäge gemacht, weil die hätte mich, glaube ich, weniger geschmerzt, wenn wir die noch nicht auf T6 hätten. Aber das reicht hier von der Geschwindigkeit erstmal. Wir warten, bis wir was auf T6 haben. Dann mache ich auch den, ja, ich glaube, ich mache den Bohrer auch nochmal neu. Und zur T6. Dann verkaufen wir den alten irgendwann, wenn wir dann die T6 Sachen haben. Das, wie gesagt, das ist ein bisschen ärgerlich. Da hätte ich vielleicht vorher dran denken sollen. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Naja, nun. Aber damit werde ich wohl erstmal leben müssen. So. 150 weitere Holzklappen. Die dürften aber auch reichen. Ich glaube, das ist mehr als genug. Wir machen jetzt direkt weiter. Tatsächlich jetzt aber erstmal mit ein bisschen Steinfarmen. Dazu trinke ich mir einmal einen Kaffee. Einen Kaffee, 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 Kaffee. Ich überlege gerade, ob das Screamer anlockt, wenn ich jetzt Stein mit dem Bohrer abbaue. Weiß ich nicht so genau. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Möchte ich es testen? Nicht hier. Wir können es... Na komm, nee, wir testen es mal aus. Ich nehme mir mal den Bohrer mit. Der ist auch nicht voll gemoddet, das ist aber auch nicht schlimm. Aber ich habe doch unten eine Mods für den. Ich hab hier doch. Eisenbrecher leider nur. Pass auf, wir machen Folgendes. Ich setze kurz mal in der Stahlspitzhacke die Mods um. Und wir machen jetzt mal Folgendes. Wir nehmen die beiden hier natürlich mal mit. Jetzt nehme ich die beiden hier mal raus. Pack die mal hier rein. Jetzt nehme ich mir den Treibstoff mit. Wir laden den Bohrer mal nach. Wir bauen nicht Eisen ab. Weil Eisen lockt das definitiv an. Und jetzt probieren wir das mal aus. Ganz ehrlich...
Ganz ehrlich. Ich glaube, die Eisen, also die Stahlspitzhacke. Die ist einfach schneller. So kriegen wir auch direkt mehr. Achso, das mit 50% Bergbauschaden hätte ich vielleicht noch benutzen sollen. Aber ansonsten ist es eigentlich sehr ähnlich schnell. Gut, natürlich, das andere Ding verbraucht keine Ausdauer, aber die Stahlpicke, die ist einfach gerade, muss ich ja so sagen, superior, ne? Oh, wir sind auf Holzkohle gestoßen. Nice. Die können wir hier erstmal lassen. Den Stein ist gerade tatsächlich erstmal wichtiger. Kohle ist auch nicht unwichtig, aber die holen wir dann später. So, Tag ist angebrochen. Aber ich bin immer noch nicht fertig hier. Ich möchte noch Stein rausknallen bis zum Umkippen. Also, ich mache noch mal ein bisschen weiter. Und wir sehen uns gleich. Oh, hier ist jetzt Eisen auch direkt wieder. Hm. Gut, ich schätze, das ist wohl so ein bisschen der Preis dafür, dass wir natürlich versuchen, hier sind eine schöne. Das ist immer scheiße, wenn es Lecks gibt. Weil das heißt, irgendwas passiert. Und das kann heißen, Screamer spawnen. Das kann heißen, gar nichts. Kann aber auch heißen, dass gleich hier die absolute Hölle demnächst losbricht. Alles schon erlebt, alles schon gesehen. Macht Spaß, naja. Möchte man drüber streiten. Okay, Leute. 77.000 Steine. Habe ich mich jetzt ein bisschen verloren. Aber das wird es wert sein, glaubt es mir. Das wird es wert sein. Eigentlich würde ich jetzt sogar gleich direkt bei Leben und alles weitermachen, aber ich muss mich für diese Folge hier erstmal verabschieden. Während ich mich von dieser Folge hier verabschiede, werde ich ganz schnell mal testen, ob man mit denen hier Eisen one-hitten kann. Kann man nicht. Glaube ich. Nee. Geht leider nicht. Okay, dann weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich mit denen machen soll, ja. So wirklich. Bin ich auch mal ehrlich. Vielleicht, wenn man wirklich komplett Level 5 hat, geht das? Vielleicht braucht man dazu noch irgendwie Candies oder so. Das kann natürlich auch sein. Da gibt es ja auch bestimmte Arten von Candies. Die können wir irgendwann auch mal anfangen, ein bisschen zu sammeln. Weil die nämlich auch gewisse, ich sag mal, Grinding-Jobs wesentlich leichter machen. So, Leute. Aber jetzt erstmal Feierabend für die Folge. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao.